Wie vorher schon angekündigt, werde ich jetzt für Lysander einen Kraftstern bzw. drei Kraftsterne in Form eines Hexaflexagons basteln. Und als erstes brauchen wir dazu einen etwa 3 cm breiten Streifen Papier und ein gleichseitiges Dreieck, das ich hier schon mal aufgetragen habe. Und dieses gleichseitige Dreieck werden wir jetzt verzehnfachen. Das sieht jetzt ein bisschen krumm und schief aus, aber das korrigieren wir am Ende. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt falten wir jeden einzelnen Knick nochmal in beide Richtungen, damit er sich nachher schön bewegen lässt. Und jetzt ist das Hexaflexagon auch schon fast fertig. Diese Lasche hier oben kleben wir jetzt darauf mit einem Tropfen U, den wir voraussehend, wie wir sehen, noch nicht verschnüffelt haben. Und fertig ist das Hexaflexagon. Das funktioniert so. Wir nehmen die Spitze nach oben, falten eine Seite zusammen und klappen es so rum.
Spitze nach oben, eine Seite zusammenfalten. Ups, falsche Spitze. Jetzt. Man braucht ein bisschen Übung, aber auch nur ein kleines bisschen. Und jetzt kommen wir zum Trick an der Sache, nämlich zu den Kraftsternen für Lysander. Kraftstern 1 malen wir in Rot. Dann stülpen wir das Hexaflexagon um, malen einen zweiten Kraftstern in Gelb Kraftstern Nummer 2 in Gelb. Moment. Ich weiß, meine Sterne sind nicht so besonders sternförmig, aber in Wirklichkeit sind Sterne ja auch kugelförmig. Gut, gleiches Spielchen. Ecke nach oben. Umklappen. Dritter Kraftstern in Grün. So, und fertig ist das Hexaflexagon mit den drei Kraftsternen für Lysander. In Grün, in Rot und zu guter Letzt in Gelb. Ja, danke fürs Zugucken.